Seht es auch, wenn ich hier reingehe. Ich liege jetzt wirklich hier fast an der Wand. Vergleichsweise wenig Platz. Vergleichsweise viel Platz, aber dafür wenig Geld. Dafür stehen unter anderem die Alkoven-Modelle vom Detlefs Trend. Und wir haben euch heute auch einen mitgebracht, und zwar den Detlefs Trend A6977. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gymmer TV. Ich bin's wieder, euer Philipp. Und ihr seht es vielleicht schon, wir sind heute in Mannheim, weil das Fahrzeug stand in Mannheim. Da haben wir gedacht, da müssen wir unbedingt hinfahren, den mal abfilmen. Das ist nämlich auch eine Premiere auf unserem Kanal. Wir hatten noch keinen Alkoven-Trend von Detlefs, den wir gefilmt haben. Und deswegen wird es heute, denke ich mal, allerhöchste Zeit. So, den Satz am Anfang wollte ich euch natürlich ein bisschen catchen, ist klar. Aber was heißt das jetzt nochmal in der Schlussfolgerung? Wir haben hier einen Grundpreis bei einem Fahrzeug, was wir teilweise auch bis zu 6 Personen beladen können, ja, also 6 Sitzplätze. Natürlich macht es dann mit einer 3,5 Tonnen Zulassung keinen Sinn mehr, dann sollte man schon eher zur 4,25 Tonnen Zulassung gehen. Aber ein Grundpreis von 52.699 Euro, eine Länge von 7,06 Meter, eine Breite von 2,33 Meter und ja gut, eine Höhe von 3,19 Meter, ist halt ein Alkoven, ne? Klar. Aber wir sehen es auch auf dem Grundriss, wir haben vorne 2 Schlafplätze, wir haben in der Mitte 2 kleinere Schlafplätze und wir haben hinten 2 Querbetten, 7,06 Meter Länge, das ist wirklich klasse. Und was das an Raum bedeutet, das ist auch wirklich Hammer. An Sonderausstattung haben wir natürlich alles Mögliche verbaut. Da landen wir bei einem Gesamtpreis von 76.775 Euro in der Liste. Da ist aber zum Beispiel 160 PS, 9-Gang-Wandelautomatik, die sogenannten Muss-Pakete von Detlefs, also Family-Paket und Chassis-Paket ist mit drin, was auch wirklich nicht fehlen sollte. Wir haben schon die SAT-Anlage, den Detlefs Navisiever, Rückfahrkamera, Kassettenmarkise, alles drumherum, also wirklich schon wirklich voll ausgestattetes Fahrzeug. Und bei so einem Preis, das ist wirklich, sind wir wirklich gut gelandet. Wir haben dafür auch noch eine Detlefs-Qualität. Was das dann nochmal im Detail bedeutet, zeigen wir euch vor allem im Inneren des Fahrzeugs. Jetzt erstmal ganz wichtig, ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, auch gerne schon mal ein Like da lassen für das Video, wenn es euch gefällt. Und ihr dürft uns jetzt gerne schon mal schreiben, was ihr zu dem Trend noch alles hinzuzufügen habt, was Anregungen, Kommentare, alles Mögliche, gerne in die Kommentarbox schreiben. Und jetzt, hätte ich gesagt, wünsche ich euch erstmal ganz schön viel Spaß mit den Highlights. Gehen wir wie immer mal aufs Außendesign ein. Wir haben jetzt hier unser Fiat Fahrgestell. Hier der Kühlergrillrahmen in Grau bzw. in einer silbernen Farbe. Unsere Trendaufschrift, immer ganz schön das Detlefs D hier vorne. Und natürlich entsprechend der Alkoven dann vorne mit diesen 2 grauen Streifen und dem schönen Detlefs Icon. Hier vorne haben wir jetzt die Fiat Alufelgen. Ihr seht schon, das sind die Alufelgen von dem Maxi Fahrgestell. Wir haben jetzt hier bei dem Trend 4,25 Tonnen. Macht auch bei einer 4-Personen-Zulassung und 6-Personen-Zulassung auch am meisten Sinn dementsprechend. Das Außendesign, Detlefs Trend ähnlich. Hier gibt es jetzt keine große Besonderheit zu der Detlefs Trend Baureihe, wie wir sie auch im teilintegrierten und integrierten Bereich kennen. Natürlich der Alkovenaufbau ist das, was man sich immer klassisch unter dem Wohnmobil vorstellt. Ein schönes großes Fenster hier auf der linken Seite und dementsprechend hier noch unsere Trend-Schrift. Hier ist jetzt der Gaskasten, 2x11 Kilo Gasflaschen sind hier möglich, Dual Control natürlich auch, möchte ich jetzt aber nicht nochmal ins Detail gehen, weil genau, die meisten von euch werden es ja wahrscheinlich wissen. Wir haben dann entsprechend hier unseren Wasseranschluss, Toilettenkassette haben wir dann hier drinne. Mach ich mal kurz auf.
Ja, normale Tedford-Kassette. Genau. Dann hier hinten, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, eine zweite Stauraumtür auf der linken Seite nachzurüsten. Das gibt es dann auch. Und vom Heck her haben wir praktisch keinen Unterschied zu den teilintegrierten bzw. integrierten. Das ist jetzt hier einfach der Trend, wie wir ihn kennen, auch mit dem Familiengesicht von Detlefs, mit diesem Heckstoßfänger hier hinten. Dementsprechend hier auch nochmal die Detlefs D-Beklebung und die beiden Designstreifen. Und dann wieder hier unseren Trend-Schriftzug und genau, oben dann noch unsere Rückfahrkamera. Gehen wir jetzt mal auf die Heckgarage ein, weil dies bei dem Fahrzeug auch ein wirkliches Highlight. Durch die Heckgarage bzw. durch den Querbettengrundriss haben wir hier enorm viel Platz. Ihr seht es auch, wenn ich hier reingehe. Und zusätzlich noch die Möglichkeit, hier die Fahrzurschienen hier auf einer etwas höher, also es müssten so ca. 30 cm sein, da ist auf jeden Fall genug Platz vorhanden. Auch hier drin habe ich hier sehr, sehr viel Staumöglichkeiten und das auf einem 7 Meter Grundriss ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung von Detlefs. Ich habe hier auch mal den Zollstock mitgebracht, dass wir auch einfach mal ausmessen können, was die Garage so misst, sage ich jetzt mal. So, gucken wir mal rein. Ja, wir haben jetzt hier lichte Höhe, also die Klappenhöhe beträgt ca. 1,22 Meter. Ihr könnt es auch gerne nochmal auf der Kamera sehen, dass ihr euch das vergewissern könnt. Und lichtes Stauraummaß müssten dann ca. 1,25 Meter sein, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ja? Also auf jeden Fall eine gute Höhe, passen meistens auch die E-Bikes und die Fahrräder dann ganz gut rein. So, dann von der Breite her, was haben wir da? Ja, sind wir gut bei einem Meter Stauraummaß, also ein Meter mal 1,20 Meter. Das spricht natürlich dann auch für das Volumen. Wir haben jetzt hier schon einen Teil vom Chassis noch in der Garage drin, also vom Fahrgestell, aber an für sich wirklich sehr, sehr viel Platz in dem Fahrzeug. So, dann mache ich das Ganze mal wieder zu. Was ich jetzt auch hier wirklich klasse finde, ist die Markise, weil diese Markise geht praktisch bis ganz hinter ans Fahrzeug und über die Eingangstür. Ja, auf der rechten Seite natürlich jetzt kein anderes Bild, wie wir es gerade eben schon hatten, aber beim Thema Eingangstür sind wir nämlich auch schon beim Stichwort. Wir haben einerseits unsere elektrischen Trittstufen, die Doppeltrittstufen, die schön ausfahren können. Wir haben durch das Chassis vom Fiat auch eine sehr, sehr schöne Höhe beim Alkoven. Und wenn ich hier reingehe, ihr seht es schon, bei Detlefs immer das große Highlight, extra breite Eingangstür. Das heißt, ich habe hier ein Tablett in der Hand und laufe praktisch so raus und kann das hier ohne Probleme. Das ist nicht selbstverständlich, aber Detlefs hat es eigentlich bei allen seinen Baureihen immer mit drin und ist immer ein dickes Plus. Dann hätte ich gesagt, ganz wichtig, weil innen wird es nochmal richtig interessant, kommt einfach mal mit ins Fahrzeug. Wir sind jetzt im Innenraum angekommen und ihr seht schon, wenn ich hier einmal durchlaufe, habe ich hier praktisch einen durchgängigen Boden. Ich habe auch dementsprechend eine sehr, sehr gute Stehhöhe. Auch das werden wir jetzt nochmal unter Beweis stellen. Da packe ich wieder meinen Zollstock aus. Wir brauchen unbedingt mal so ein Lasergerät, mit dem man das dementsprechend noch ein Stück besser filmen kann. Ja, wenn ich jetzt hier reingehe, wir haben hier wirklich eine Stehhöhe von minimal 1,96 Meter. Das kann man sich dann gerne auch nochmal auf der Kamera anschauen. Ne? Wenn man es hier oben sieht, 1,96 Meter sind das. Gute 1,96 Meter, vielleicht ein bisschen weniger. Also sagen wir mal 195 cm haben wir auf jeden Fall Stehhöhe. Also sehr, sehr viel Platz. Und wir werden es euch auf der Kamera dann nochmal zeigen oder ihr werdet es in den ein oder anderen Perspektiven nochmal sehen. Das Raumgefühl gerade hier vorne Richtung Fahrerhaus ist wirklich klasse. Ich habe hier so viel Platz und es geht ja auch wirklich dann immer ums Raumgefühl. Einfach, dass man so ein bisschen die Freiheit im Fahrzeug hat. In den Alkovenmodellen vom Trend ist das Designpaket, was wir beim Trend normalerweise drin haben, schon serienmäßig. Also heißt Holzdekor Virginia Eiche. Einmal dieses Dunkle hier. In Verbindung mit diesen hellen Oberflächen,
Hier, das hat so eine Granitoptik in Weiß, also auch so eine helle Steinoptik. Dementsprechend der Boden ist jetzt hier dieser Betonboden in Betonoptik von Detlefs, wie man ihn eben kennt. Vor allem auch bekannt aus den Pulsbaureihen. Und hier haben wir jetzt das Polster Torcello, das wir natürlich dann auch wieder dementsprechend passend an den Fahrersitzen haben. Es gäbe jetzt noch die Möglichkeit von La Rocca und Cresso, das sind auch nochmal dunklere Varianten. Und wie immer der Test, ich setze mich in die Sitzgruppe und ihr seht die Sitzgruppe schon von der Aufteilung. Das ist hier eigentlich eine Art Face-to-Face-Sitzgruppe. Also ich kann mir hier gegenüber sitzen. Den Tisch kann ich noch dementsprechend rausschieben. Ich habe hier dann praktisch hier hinten noch ein Brettchen. Ja, das ist hier dementsprechend noch versteckt, verstaut, ganz gut. Ich mache das einfach mal. Löse ich einfach die zwei kleinen Schräubchen hier, die zur Arretierung da sind. Und dann kann ich hier diesen Tisch schön erweitern. Habe hier dieses Brett mit dem Holzdübel und kann dann den Tisch wieder schön dran ziehen und habe ihn jetzt schön erweitert. Und hier, also sowohl auf der Sitzgruppe, wo ich jetzt gerade sitze, und auf der Sitzgruppe gegenüber, gibt es da noch die Möglichkeit, hier dieses Brettchen rauszuklappen. Und wenn ich dann praktisch, das zeigt man nämlich euch jetzt auch gleich mal, dieses Polster hier nehme, muss ich natürlich noch vom Klett lösen und dann dementsprechend rausschiebe, habe ich hier eine Lehne. Ja, und hier oben haben wir jetzt mal die ganzen Polster versteckt. Auf der einen Seite haben wir dann hier eine Lehne, die wir dann hier hinten wieder bündig reindrücken, sage ich jetzt mal. Ne? Einmal so. Und dann noch zusätzlich. Und dann natürlich noch hier so eine Sitzmöglichkeit. Ja? Und ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber für Kinder ohne Probleme. Und da haben wir halt hier wirklich nochmal einen zusätzlichen Sitzplatz geschaffen. Also ich, hier nochmal eine Person und da nochmal eine Person. Also locker für 6 Personen Platz. Und mit dem Sicherheitspaket von Trend haben wir dann natürlich auch noch die Möglichkeit, 2 Sitzplätze entgegen der Fahrtrichtung zu platzieren. Also 2 Gurtsitzplätze, sodass hier auch wirklich 6 Personen in dem Fahrzeug mitfahren können. Gut, genauso wie ihr die Sitzgruppe jetzt hier habt, könnt ihr die natürlich dann auch zum Bett umbauen. Und zwar ganz einfach. Seht ihr auch hier unten, dass wir dort den Tisch auch arretieren können. Wir haben dann noch ein Zusatzpolster oben und dann schiebt man die praktisch gerade zusammen und kann dann so sich schön nochmal eine zusätzliche Bettmöglichkeit bauen. Die Maße findet ihr dann natürlich wieder in der Videobeschreibung von diesem Bett. Aber ich sage mal, 2 Kinder mittleren Alters haben da auf jeden Fall Platz und können da auch gut schlafen drin. Wir haben jetzt einfach mal die Seiten getauscht, dass ihr auch mal diese Blickachse hier mitbekommt und auch mal das Raumgefühl. Ihr seht es auch mal hier oben, ne? Also Platz ist da auf jeden Fall. Wir haben hier auch noch Stauschränke, 2 Stück, wo auch sehr, sehr viel reinpasst, definitiv. Das haben wir dann auch nochmal in der Küche, aber da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Ich gehe jetzt mal hoch in den Alkoven und zeige euch jetzt auch einfach mal so ein bisschen, wie viel Platz wir hier oben haben. Ich habe jetzt hier eine gute Sitzhöhe. Ich merke gerade, ich habe meinen Zollstock hier unten vergessen. Das ist ein sehr wichtiges Utensil in dem Fahrzeug auf jeden Fall. Und dann tun wir einfach mal die Höhe uns anschauen. Da haben wir jetzt ca. 65 cm, also wirklich von der Matratze bis hoch zur Decke. Und ist natürlich auch gut, dass der Alkoven auch dementsprechend schön hoch ausgeschmückt ist, weil der Platz da oben ist dann auch wirklich nachgefragt. Ja? Also ich kann mich jetzt hier mit gebückter Haltung noch gut hinsetzen. Von der Breite her vom Bett reicht es auch, auf jeden Fall. Ihr seht schon, es müssten jetzt um die 2 Meter bis 2,5 Meter sein oder 2,10 Meter. Die genauen Maße findet ihr dann natürlich nochmal in der Videobeschreibung. Aber ich kann jetzt hier trotzdem noch schön nach oben gucken. Ich habe ein Fenster auf der rechten Seite, das ist auch wirklich gut, dass da nochmal Licht reinkommt. Und hier oben nochmal dementsprechend ein schönes Dachfenster. Und auch hier hinten, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen beengter vom Schlafen her, aber ich habe hier auch wirklich gar keine Probleme. Ich kann mich jetzt vielleicht nicht hier ganz hinten reinlegen, aber ich kann hier, ich liege jetzt wirklich hier fast an der Wand. Ich habe hier trotzdem noch schön Platz für meine Schultern. Und der große Vorteil bei dem Alkovenbett, ihr seht die Dicke der Matratze und natürlich ein dementsprechend gutes Lattenrost.
Ja, und das habt ihr halt gerade bei vielen Teilintegrierten, bei den Hubbetten, die da drin sind, eben halt nicht. Und beim Alkoven, gerade beim Detlefs Trend, ist das halt gegeben. Da vorne haben wir jetzt noch einen Vorhang, den wir zumachen können. Das heißt, man kann hier auch noch seinen eigenen Bereich draus machen. War für uns als Kinder immer der große Vorteil und hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vom Alkoven her wirklich, wirklich gut gelungen. Gerade hier oben, wenn ich es jetzt gerade noch sehe, haben wir da noch ein schönes Panoramafenster. Das heißt, in den Raum kommt hier auch noch sehr, sehr viel Licht rein. Das ist auch gut, immer sehr, sehr nachgefragt, weil Licht wirkt sich natürlich dann auch positiv auf das Gemüt aus. Haben wir hier unsere Leiter. Diese Leiter können wir dann ganz klassisch auch einfach ins Bett hochlegen oder während der Fahrt immer schön drunter spannen. Na, ich habe dann auch hier noch den Rausfallschutz, den ich dann da oben links und rechts einklippen kann. Wir haben dann hier vorne auch noch zwei Lichtschalter oben links. Das heißt, wir können den Alkoven dann auch noch dementsprechend separat beleuchten. Ihr seht es auch, da hinten drin ist noch so ein Netz. Da kann ich dann auch schön mein Handy drin verstauen oder andere Sachen, ein Buch zum Beispiel. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Küche angekommen. Die Küche, wie ihr seht, hat jetzt die gleiche Front wie der Tisch. Das macht Detlefs auch ganz gerne. Das bietet sich natürlich auch an. Wir haben dann hier unseren Dreiflammkocher mit Piezo-Zündung. Immer Vorteil. Und dementsprechend auch unser Waschbecken. Ja, und dann natürlich noch ganz toll immer rechts Platz für gewisse Gegenstände, zum Beispiel die Kaffeemaschine, ich sag's immer dazu, wird von vielen einfach gerne nachgefragt und von Detlefs dann sogar noch hier so ein kleines, nettes Gewürzfach. Auch in der Küche haben wir dementsprechend Stauraum, links und rechts diese Klappen, da passt auch wirklich viel rein, große Teller und auch die ein oder andere Pfanne ist gar kein Problem. Und dann haben wir natürlich noch hier unsere Schubfächer. Sowie auch diesen Schrank hier, wo dann auch unser Mülleimer drin ist, sind dann auch die Gasabsperrhähne. Genau, und zwei Lichtschalter noch. Beim Kühlschrank haben wir dann hier unseren 142 Liter Slim Tower im Holzdekor der Virginia Eiche gemacht. Der schließt hier wirklich sehr, sehr schön mit den restlichen Klappen ab. Können wir dementsprechend aufmachen, haben dann hier unser Frosterfach drin. Ich denke, da muss ich jetzt nicht ins Detail eingehen, ist einfach nur mal für euch zum Zeigen. Und der große Vorteil hier auch bei dem Grundriss, haben wir dann einen wirklich, wirklich schönen, großzügigen Kleiderschrank. Ihr seht, wie viel Platz der hat. Ja, da kann ich locker meine Klamotten, auch längere Mäntel, super gut reinhängen. Dafür habe ich dann hier oben auch diese Stange. Ich habe dann hier noch die Möglichkeit, auf die Truma-Heizung zuzugreifen von hier oben. Aber Wie ihr schon seht, kann ich dann praktisch das Ganze dann auch hier unten machen. Ja? Und da seht ihr dann auch das Elasi-Ventil, wo ich dann meine Leitungen entsprechend schützen kann vor Frostschäden. Genauso haben wir dann hier auch unseren Sicherungskasten. Was ihr auch seht, ne? Ihr habt dann hier noch die Heizungsrohre sozusagen, die natürlich dann an gewissen Stellen noch einen kleinen Schlitz drin haben, dass dann dementsprechend auch der Kleiderschrank noch gut mit Wärme versorgt wird. Tauschen wir einfach mal gerade wieder, dass ich euch noch mal so ein bisschen so den Rest vom Wohnraum zeigen kann. Und die Einstellung ist vor allem auch wirklich cool, um jetzt auch mal zu sehen, wie viele Raumgefühle hier haben. Also heißt, Josh, wenn du einfach mal ein bisschen nach hinten gehst, seht ihr auch einfach mal, wie viel Platz ich hier dann schön habe nach hinten durch, auch mit der Küche. Das ist sehr großzügig aufgeteilt. Und das habe ich ja euch schon mal anfangs erwähnt. Es ist ein Alkoven von Detlefs, das heißt, wir haben auch die entsprechende Detlefs-Verarbeitungsqualität, schöne Polster, hochwertige Verarbeitung auch in den Dekoren. Wir haben entsprechende Gardinen und Vorhänge, wir haben ein bisschen mehr Fenster drin und auch jetzt hier die indirekte Beleuchtung überall, das macht dann noch schon mal was her. Kommen wir mal zum Bad, wir haben hier jetzt nämlich unser Kombibad mit drin mit einer Schiebetür und diese Schiebetür finde ich wirklich gut gelöst, weil wenn ihr diese Schiebetür zumacht, da habt ihr sozusagen hier eine Nasswand, die nass werden kann. Also könnt ihr es vollständig zur Nasszelle abtrennen. Wir haben, wie schon gesagt, dann einfach hier dieses Bad zum Rausklappen. Wenn du kurz mal hier rauslässt, genau. Und dann habe ich hier einen kompletten Nassbereich. Und ihr seht es schon, also platztechnisch auch wirklich gut gelöst. Für ein Kombibad haben wir hier viel Platz, haben dann hier noch unseren Duschkopf. Also das passt soweit. Hier oben dann noch schön unsere Entlüftung oder Belüftung,
dass der Wasserdampf auch schön raussteigen kann. Und wie gesagt, wenn ich das jetzt zumache, habe ich hier einfach einen kompletten Nassbereich. Und ich finde, ich bin immer ein großer Fan vom Kombibad, weil ich finde, dass es auch wirklich gut gelöst ist. Das können wir dann hier dementsprechend noch festmachen. Das ist auch wirklich fest, also wirklich viele Geräusche habt ihr dann dadurch auch nicht mehr. Und mit der Toilette natürlich, seht ihr auch mal, wie weit ich hier meine Füße ausschrecken kann, ne? Und natürlich dann hier die Armatur und auch wie das Ganze dann designtechnisch ist, sieht dann so ähnlich aus wie in der Küche vorne. Also da hat Detlef das Design auch auf jeden Fall durchgezogen. Wir haben dann hier hinten noch einen großen Schrank, wo wir viel reinladen können. Also auch stauraumtechnisch da gut aufgestellt hier unten. Dann noch für das Toilettenpapier. Okay, wir sind jetzt schon hinten. Dann gehe ich einfach noch mal kurz auf das Bett ein. Wir haben jetzt hier ein Querbett. Das ist natürlich dann... Durch dieses Querbett ist natürlich dann auch die entsprechende Länge zustande gekommen von 7 Meter. Also vom Grundriss her wirklich gut gelöst. Kleine Leiter haben wir hier noch, wenn man sie braucht. Aber eine Sache, die ich jetzt hier auf jeden Fall schon mal heraustragen möchte, ich habe hier eine sehr, sehr gute Sitzhöhe in dem Bett. Breite müssten jetzt 1,40 Meter sein, aber wie gesagt, findet ihr dann natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Schaut da dann unbedingt nochmal rein. Aber von der Länge her... Könnt ihr euch gerne angucken, aber passt auf jeden Fall. Ja, das Einzige, was ich jetzt hier noch habe, ist diese Schrankklappe, die entsprechend dann unter meinem Kopf ist oder auf der rechten Seite ist. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir hier viel Stauraum haben, aber natürlich beim Aufstehen muss man halt einfach ein bisschen aufpassen. Also die Person, die dann hier sitzt. Und dann hier noch unser Stauraumfenster. Und schön auch, schön, dass da auch Licht reinkommt, rechts und links, dann noch dementsprechend die Fenster. Dann gehen wir mal vor ins Fahrerhaus. Genau, dann setze ich mich mal hier rein. Ich kann dann beide Sitze auch drehen, ne? Also auch den Fahrersitz. Ich kann dann hier dementsprechend noch am Geschehen teilnehmen, am Essplatz sozusagen. Wenn ich dann diese Klappe für das zusätzliche Polster noch hochklappe, kann ich auch schön noch meine Beine ablegen. Ich finde den Fahrersitz immer sehr bequem am Essbereich. Manche sagen natürlich, ah, nach der langen Fahrt will ich dann nicht noch auf dem Fahrersitz irgendwie sitzen oder auf den Fahrer sitzen. Aber mir persönlich gefällt es ganz gut. Natürlich haben wir jetzt hier vorne einfach den Fiat. Ja, das habe ich schon vorher erklärt. Wir haben die 9-Gang-Wandlerautomatik. Wir haben jetzt bei dem Fahrzeug noch Assistenzpakete mit drin, also heißt Spurhalteassistent, Verkehrszeichenassistent, Regensensor, Fernlichtassistent, also das ganze Paket, was wir von Fiat mitbekommen. Hier nicht wundern, das Zenic, also den Navisiva von Detlef, haben wir hier ausgebaut als Diebstahlschutz für unsere Aufstellungsfahrzeuge. Es ist in Mannheim leider echt ein Thema, aber ansonsten hier einfach das Fiat-Fahrgestell. Da möchte ich jetzt auch nicht ins Detail eingehen. Wenn ihr natürlich wünscht, dass wir sowas im Detail machen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aber ansonsten möchte ich euch da natürlich auch nicht langweilen. Wie in fast jedem Video finden wir uns für das Fazit einfach nochmal in der bequemen Sitzgruppe ein. Aber Josh, du kannst natürlich auch gerne Platz nehmen. Ist nämlich wirklich sehr bequem. Was ich jetzt auch gleich noch hier oben feststelle. Ja, hier ist natürlich noch der Fernseher dann dementsprechend mit der SAT-Anlage, die wir zur Steuerung dann dort haben. Also da ist dann der Fernseher für die Leute, die dann noch Fernseh gucken möchten. Also kommen wir zum Fazit zum Trend A6977. Ich habe es gerade schon erklärt, wir haben natürlich auch entsprechende Alkovenfahrzeuge von anderen Herstellern. Aber von Detlef kriegen wir halt einfach diese Qualität und auch die Verarbeitung, die halt dann noch mal ein bisschen schicker, auch noch mal ein bisschen gemütlicher gemacht ist als bei dem einen oder anderen Hersteller. Wir sind jetzt bei einem Grundpreis von 52.999. Das heißt, wenn wir jetzt praktisch das Fahrzeug als integrierten hätten, wären wir preislich noch mal deutlich höher und vor allem hätten wir dann nicht die Möglichkeit, mit 6 Personen hier zu sein. Ich finde auch die Alkovenfahrzeuge, das wirklich, die Höhe ist natürlich ein großer Nachteil, aber wir haben immer so ein tolles Raumgefühl hier drin und das macht es so außergewöhnlich. Natürlich habt ihr die Anfälligkeit für den Wind beim Fahren. Das ist natürlich dann nochmal ein Manko. Ihr habt doch die Höhe, müsst bei den Tunneln ein bisschen besser aufpassen als jetzt beim entsprechenden integrierten oder dem teilintegrierten.
Aber meines Erachtens ist es wirklich vom Raumgefühl her einzigartig und man hat hier sehr, sehr viel Platz. Und mir gefällt der Trend wirklich sehr gut. Ich würde mir nur von der Firma Detlefs wünschen, dass der demnächst auch mal wieder überarbeitet wird, was Design und Polster angehen, weil den Trend gibt es schon ziemlich lange unberührt. Natürlich ist Beständigkeit auch immer gut in einer Baureihe. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Detlefs designtechnisch dann nochmal auf den Putz haut, so wie sie es bei den kommenden Modellen auch tun. Also, ihr seid gefragt. Das war es jetzt von uns zum Detlefs Trend A6977. Und jetzt einfach mal den Ball an euch abgeben. Was haltet ihr von dem Fahrzeug, auch vom Alkoven generell? Wir freuen uns über euer Feedback zum Video. Natürlich freuen wir uns auch, wenn euch das Video gefallen hat und ihr dementsprechend auch einen Daumen nach oben gibt. Und sage ich immer gerne dazu, Abo nicht vergessen und an die Glocke denken, dass ihr auch nichts mehr von uns verpasst. Ich sag's, ich habe es jetzt schon in so vielen Videos erwähnt, aber es kommen demnächst wirklich coole Sachen auf euch zu. Seid da auf jeden Fall gespannt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!